Willkommen bei Martins Bushcraft. Heute baue ich einen Bushcraft-Stuhl mit Lehne. Um auch mal besser sitzen zu können, anstatt hier auf dem Boden, gut, wenigstens mit so einer Unterlage, will ich mir heute einen Stuhl bauen mit Lehne, auch mal zum gemütlich ausruhen. Dazu habe ich mir jetzt hier schon ein paar dicke Äste vom Totholz abgesägt oder von gefällten Bäumen und werde die jetzt auf Länge absägen und dann miteinander verbinden, sodass es einen Stuhl ergibt. Also machen wir es erstmal auf Länge. Hier der kleine schwarze Punkt, habe ich jetzt eben gerade gesehen, ist eine schöne kleine Zecke. Das sind echt Sauviecher. Braucht wirklich keiner und frisst auch kein Tier. Dass man sie so wie hier als V zusammenbekommt, muss ich hier vorne so eine Schräge reinsägen. So, geschafft. Und das mit den anderen vier auch, damit sie dann hier so zusammengebunden werden können. Danach brauchen wir auf der anderen Seite hier noch eine kleine Kerbe, dass man nachher die Schnur, die wir hier rumwickeln, die nicht hier so wegzieht. So, das langt schon. Und das natürlich auch an den vier. Danach können wir sie zusammenbinden. Und immer schön fest, damit es gut zusammenbleibt. Sollte genügen und einfach mit einem normalen Knoten und wichtig hierbei, dass dann die Schnur
die schon festgezogen, geht von hier unten nach oben. Und dann müssen wir auch gucken, dass der wieder gleich ist. Jetzt kommt sie sozusagen nach oben hin raus. Sie sollte aber nach unten rauskommen. Und somit ziehen die zwei Knoten sich selber fest. So. Und dann einfach das Überschüssige abschneiden. Jetzt kommt ein etwas kniffliger Part, wenn man jedenfalls allein ist. Zu zweit geht es ganz gut, aber wenn man alleine ist, muss man sich nur noch ein bisschen zu helfen wissen. Und so könnte man drauf sitzen. Und schon kann man erahnen, dass es ein Stuhl wird. Hier hinten hätte es nicht gehalten. Deswegen habe ich jetzt erstmal provisorisch den Stock dahingestellt und habe mir einen zurechtgemacht. Und zwar so sieht er aus. Hat hier so eine Astgabel und ist jetzt genau auf die Länge zugesägt. Die Astgabel kommt hier oben rein. Erst hier hinten. So, und das Ganze ist jetzt gut belastbar. Der Stuhl ist fertig. Nachdem ich hier die Sitzfläche, die Stöcke noch hingelegt habe. Ja, bin ganz zufrieden. Hier hinten, hier unten musste ich noch mal ein bisschen was verändern. Und zwar der Stock, der von oben das abstützt, der geht nicht unten auf den Boden, sondern hinten auf das V sozusagen drauf, dass man sozusagen hier mit der Sitzfläche nicht absackt.
Hier oben ist ja die Astgabel drin. Ja, und jetzt kann ich es mir gemütlich machen. Auch sehr stabil. Man kann hier noch so ein bisschen die Füße baumeln lassen und sitzt auf jeden Fall nicht mehr auf dem Boden.